So, hallo, einen schönen Morgen mit meiner neuen wunderschönen Logitech Webcam. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Der Ton ist anders, als wenn ich direkt das Mikrofon vom Headset verwende. Aber ja, ich habe es überprüft und kann ich mich gut verstehen. Falls es da Negativkritik gibt, einfach bitte kurzer Kommentar. Aber jetzt bitte zum Wichtigen, nämlich ich möchte ein kleines Zwischenupdate geben zum Trade im Erdgas, im Natural Gas. Und möchte mit euch gemeinsam diese Position anschauen, wie sie sich entwickelt hat. Es handelt sich um eine sehr spannende Situation. Wie man da jetzt auch schon sieht, eingeblendet ist der Erdgas-März-Kontrakt. Diese rote Linie hier, das ist dieser. In diesem Fall waren es zwei Short Calls bei diesem Strike von drei. Und die wurden ja hier bei dieser kleinen roten Kerze unten verkauft. Und ich habe es im letzten Video gesagt, das waren schon relativ stark, das war schon eine starke Bewegung davor. Und jetzt schoss der Preis weiter an. Und gestern ging es nochmal wie verrückt nach oben mit 7% ungefähr. Ja, wenn sich jetzt jemand ins Fäustchen lacht oder sich denkt, da wurde jetzt vielleicht das eine oder andere Konto geschrottet oder platt gemacht, keine Sorge, alles im grünen Bereich. Natürlich ist es so, dass diese Position hier, dass jeder einzelne Call nun an der 100% Marke sich befindet, das wäre bei mir ein Kriterium, dass ich die Position schließe oder eben adjustiere. Und ich habe mich auch fürs Adjustieren entschieden, weil wir in einem sehr guten Umfeld reingegangen sind, bei einer sehr hohen impliziten Vola und dann in der Regel das Adjustieren sehr leicht fällt und es sich mehrere Möglichkeiten geben. Ich habe es in meinem Blog schon beschrieben. Ich habe mir überlegt, in den nächsten Monat zu rollen, also in die April-Optionen, die dann im März verfallen. April-Optionen sagt man deswegen, weil sich die April-Optionen auf den April-Kontrakt beziehen. Aber der Verfall der Optionen ist früher, also schon im März. Diese Optionen, die sich hier ja auf den März-Kontrakt beziehen, verfallen im Februar. Also die Restlaufzeit ist schon relativ knackig mit unter 60 Tagen. Ich habe mir das eben angesehen und die Optionen im späteren Monat sind nicht sehr gut liquide. Man hätte hier Spreads pro Option von ungefähr 70 Dollar gehabt, was mir persönlich für ein kleines Konto zu viel ist. Und nur im Notfall wäre ich bereit, sowas zu tun. Und hier in den März-Optionen haben wir an den meisten Strikes hier eine sehr gute Liquidität. Wir können das auch uns kurz ansehen von der Seite, die ich gern verwende, E-Volatility. Man muss allerdings ein Abo abschließen, das kostet ungefähr 15 Dollar im Monat. Hier sieht man, dass die implizite Vola schon gestern leicht abgekühlt ist. Am Verfall haben wir gesagt im Februar. Also ich bin in den Februar-Optionen geblieben. Und man sieht auch hier, wir waren auf dem Dreier-Strike. Letzter Preis war dann 0,028. Also ich habe verkauft für 0,014, genau 100%. Und das ist dann der Verlust pro Option, also 140 Dollar pro Option Verlust, wenn man die jetzt zurückkauft. Und ich habe mich dann entschieden, raufzurollen, im Monat zu bleiben, auf den 3,3er, das wäre hier oben, bei einem 6er Delta. Und Ziel einer Adjustierung ist es ja nicht vorrangig, dass das unbedingt noch ein Gewinner werden muss, sondern dass man mit dem Trade den Verlust eingrenzt. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, was will ich überhaupt? Will ich jetzt, obwohl da der Chart
sehr bullisch geworden ist, muss ich unbedingt short bleiben. Das wäre eigentlich ja keine gute Idee. Es gibt aber viele oder mehrere Aspekte bei dem Trade. Ich hole hier mal meinen Block hinein. Ich habe hier noch zwei Charts eingeblendet. Der erste, nehmen wir zuerst wieder den, den wir vorgesehen haben, einfach von diesem Dreier-Call, der ja noch immer relativ weit entfernt liegt, habe ich raufgerollt auf den 3-3er. Dafür gab es eben 110 oder 120 Dollar, also beinahe gleich viel wie für die Prämie, die ursprünglich vereinnahmt wurde. 140 Dollar. Das ist nicht typisch, muss man sagen. Meistens wird es sein, dass man deutlich weniger Prämie bekommt, wenn man nach oben rollt. Aber jetzt war es so, schauen wir uns den Wochenchart an. Der Wochenchart ist noch immer überhitzt, der ADX über 60, kühlt aber langsam ab. Es kommt da zu diesem Rücklauf, diesem Pullback, aber wir sind noch eindeutig im bärischen Terrain. Und wie im letzten Video vorgestellt, ist es ja so, dass die Saisonalität weiterhin nicht unbedingt bullisch ist. Also in solchen Situationen, wo es eigentlich nicht ganz klar ist, ob es jetzt weiter wie verrückt nach oben geht, jeden Tag 7, 8, 9, 10%, möglich ist alles, aber es ist unwahrscheinlich. Und ich als Optionshändler handle Wahrscheinlichkeiten, handle Dinge, die unwahrscheinlich sind. Man muss sich auch vor Augen halten, dieser 3-3er-Call, und das ist wohlgemerkt ein Wochenchart, der befindet sich 41% entfernt vom aktuellen Level. Also der Preis müsste jetzt 41% zulegen, damit er hier diesen Strike erreichen würde. Die Märkte preisen das mit einer Wahrscheinlichkeit von 6-7% nur ein. Aber nachdem es ja doch jetzt bullish geworden ist und ich durchaus nicht ausschließe, dass es jetzt noch weiterhin diese Aufwärtsbewegung weiterläuft, habe ich mich entschieden, noch einen Put dagegen zu setzen. Ja, wir sind ja im Tageschart im Bullenmodus gelandet, aber ihr mit gleichem Delta, also 0,07 ungefähr, einen 1,65er Put dagegen geschrieben, pro verkauften Call. Und das brachte relativ viel Geld ein, muss man sagen. Also wir sind nicht einmal mehr bei 60 Tagen Restlaufzeit, sind hier auch 30% entfernt vom aktuellen Preis. Es gab auch unten eine gute Liquidität und pro Call gab es noch über 200 Dollar. Kann man kurz nachschauen. Es gab pro Call 240 Dollar. Und dadurch hat die Position jetzt wieder sehr viel Luft. Also ich fühle mich sehr wohl. Man sieht auch im großen Wochenbild, wie weit diese Strikes entfernt sind. Was mir auch gut gefällt, ist hier vorher kurz gesehen im Überblick, dass es, wenn ich Glück habe, dieses hohe IV-Level, diese kleine zarte Linie hier, ist die implizite Vola, dass die weiter absinkt, was mir sehr entgegenkommen würde. Also es ist nicht ausgemachte Sache, dass das jetzt ein Gewinner wird oder dass der Verlust sich, wenn ich Pech habe, ausweite. Aber selbst wenn es weiter nach oben läuft, diese Möglichkeit, in den nächsten Monat zu rollen, ist noch nicht vom Tisch. Wenn es weiter nach oben geht, die Liquidität kann sich ja auch noch verbessern in den hinteren Monaten, in den hinteren Kontrakten, dann lasse ich mir das natürlich offen zu rollen. Aber man muss es letztlich dann auch von der Situation abhängig machen. Wenn der Wochenchart jetzt zweimal, also in den nächsten 2 Wochen, Ende der Woche und Ende nächster Woche, zweimal über dem oberen Bollinger Band schließen sollte, dann ändert sich für mich die Situation, weil meine Trendfolge Methodik dann besagt, dass es sich dann um einen Aufwärtstrend, um eine Trendwende handelt und ich dann eigentlich keine Calls mehr verkaufen möchte. Aber davon sind wir noch deutlich entfernt. Der Preis muss jetzt weiterhin wie verrückt spielen, die nächsten Tage oder die kommende Woche auf jeden Fall, damit dieser Strangle wieder in Bedrängnis gerät. Momentan ist es eben so, durch diese außergewöhnlich hohen Prämien, dass ich eine pro Strangle eine Gesamtprämie von fast 400 Dollar vereinnahmt habe. Und wenn man sich den
Verlust pro Call von 100, $130 vor Augen hält, 130 oder $140 vor Augen hält, dann sieht man, dass man bei einem gesamten Strangle relativ früh schon die Position komplett zumachen kann, um jetzt entweder den Verlust auszugleichen von diesen $130 oder um sogar noch einen Gewinn zu realisieren. Also wenn ich jetzt sage, ich gehe mit diesem Strangle, wenn der Gesamtgewinn des Strangles 50% beträgt pro Strangle, würde das heißen, ich gehe raus mit $200 Gewinn, habe ja vom ersten Call noch diese $130 Verlust, bleibt mir aber noch immer ein Plus von $70 übrig. Und genau das sollte das Ziel sein der Adjustierung. Also es geht nicht darum, jetzt von diesen $400 300 oder 350 unbedingt mitzunehmen. Wenn sich der Markt stark beruhigt, würde ich mir das schon überlegen, aber im Hinterkopf muss man behalten und man darf es nicht aus den Augen verlieren. Ziel ist es nun, diesen Trade mit plus minus null oder mit einem kleinen Gewinn oder einem kleinen Verlust zu beenden, weil genau das ist es, was langfristig das Trading erfolgreich werden lässt, dass die Verluste klein gehalten werden. Okay, genug gelabert und palabert. Ich glaube, das Prinzip ist rübergekommen, diese Erklärung. Ich selbst bin sehr neugierig, wie sich die Position entwickelt. Vielleicht eine letzte Bemerkung noch. Und zwar, man darf nicht vergessen, dass diese ganze Adjustierungsangelegenheit auch eine mentale Sache ist. Ich wechsle hier vielleicht noch einen größeren Chart. Und zwar ist es so, mir ist es ja im August heuer passiert. Wird abgeschaltet. Im August ist es mir passiert, dass ich zu viele Positionen hatte, also selbst verschuldet und teilweise auch zu groß aus prozentualer Sicht aufs Konto bezogen. Und dann kam es, wie es kommen musste, es ging innerhalb von Tagen, kamen drei Positionen unter Druck pro Position, zwar nur 2% Verlust, aber insgesamt innerhalb weniger Tage ein Gesamtverlust von 6 bis 8%, was man mental nicht leicht verkraften kann. Und damals weiß ich noch, ich hätte alle Positionen eigentlich problemlos adjustieren können, rollen und die Verluste mitnehmen und auch drin bleiben in den Positionen. Und genau das, was ich jetzt mache, ist mir nicht gelungen, hätte wahrscheinlich einen Großteil des Verlustes, diese Verluste deutlich reduziert. Jetzt ist es aber so, dass alles im ruhigen Fahrwasser sich befindet und ich genau das mache. Ja. Wenn wir uns jetzt vorstellen, ich hätte jetzt in der letzten Woche 3, 4, 5 Verlusttrades in Serie gehabt oder auch diese Position, ich hätte nicht 1 bis 2% riskiert, sondern 5%, dann wäre mein Kontostand jetzt deutlich niedriger. Und ich würde natürlich mentale Schwierigkeiten haben, so gut kenne ich mich mittlerweile, zu sagen, okay, kein Problem, ich rolle einfach die gesamten Calls nach oben oder mache einen Strangle und denke nicht mehr drüber nach. Ja, wer das kann, Hut ab, ich kann es nicht. In dem Fall, aber gestern Abend, wie ich dann reingeschaut habe, war ich sogar positiv überrascht, dass dieser Call nur bei 100% war. Ich habe gesehen, dass der Preis so stark anstieg, hätte mir sogar vorstellen können, dass der Verlust über die 100% Marke hinüber gegangen wäre, war aber dann nicht der Fall, weil die implizite Wohler sich abgekühlt hat. Also man sieht, wichtigstes Kriterium im Einstieg beim Verkauf von Optionen, hohe implizite Wohler, gute Prämien. Und dadurch ist es mir jetzt aber ist es für mich kein Problem, dass ich sage, ich roll das Ding nach oben, bin wie eben wahnsinnig weit weg, 41% weg, schreibe noch pro Call dann einen Put dagegen und gehe bei jetzt Zielmarke 50% oder 40% Restwert raus, nehme einen kleinen Gewinn mit und lasse es gut sein und ich will das Glück dann auch nicht herausfordern. So, das war es jetzt zum Trade im Erdgas. Vielleicht kommt auch schon
im Laufe der nächsten Tage ein kleines Update, weil ja eine Position läuft noch, die ist im Minus momentan. Muss man schauen, wie es weitergeht auf die Leanhawks. Und dieser Put auf Solar City läuft noch, der ist schon fast durch. Da werde ich dann wahrscheinlich ein gemeinsames Update für beide Positionen ausgeben und eventuell für Erdgas, wenn sich da was Neues ergibt. Ich sage danke fürs Zuschauen und schönen Tag noch in diesen letzten Dezembertagen des heurigen Jahres und bis zum nächsten Mal.